Nathalie Furger, ihr habt für LMO eine Überraschung organisiert, und zwar habt ihr auf die Aktion «Himmlische Nacht in der Hell» gemeldet. Wieso? Erzähl dir mal, wieso hat Arsus verdient, hier dabei zu sein? Also, wenn ich das gesehen habe, habe ich gewusst, wir machen viele so für uns zwei so kleine Sachen, weil wir das sehr wichtig finden für unsere Beziehung, vor allem, wenn man so eine grosse Familie ist, für mal Zeit miteinander zu verbringen. Und vor allem, weil es ein Rebhäuser ist, wir sind naturverbunden, wir haben gerne so uns Zeiten, die eben ohne Fernsehen, ohne Computer oder so ist. Und dann habe ich gefunden, mal, das ist etwas, das geht auch an. Und ihr, Herr Furger, seid jetzt eigentlich total überrumpelt und verblüfft, als ihr habt überhaupt nicht damit gerechnet? Nein, ich habe es nicht damit gerechnet. Also ich habe gewusst, dass es die Aktion gibt, aber eigentlich, das ist mir eigentlich. Ja, studierst du nicht so noch. Aber irgendein. Ja, jetzt eben, sowohl den Nüssen oder das rote Mikrofon habe ich gesehen, der hat es gerade so verringert. Oh, jetzt ist das sicher so irgendetwas in dem Ort. Aber ich finde es fantastisch. Vor allem die Aktion einfach, wie es gemacht ist und man Rebhäuse. Das ist natürlich. Das ist genau unser Stil. Ja, das ist aber kein Strom, nichts. Ja, also wenn ich uns lese, das ist schon ein 5-Sterne-Hotel. Ein Rebhäuse in meinem Rebhäuse. Das ist so. Ja, ist einmal etwas Spezielles, sagt ihr. Ja, Felino, geht das so ein bisschen auch. Wie habt ihr auch kennengelernt? Wie hat das angefangen mit euch? Ihr seid jetzt seit 30 Jahren verheiratet, habt 5 Kinder, also schon einen langen Weg zusammen. Ja, der ist ziemlich lang schon. Und kennengelernt habe ich sie in der landwirtschaftlichen Schule. Ich habe dort Lehre gemacht. Und sie hat die Haushaltungsschule gemacht. Und richtig geknallt hat es eigentlich, wenn ich der Schule haben musste, uns hilfsweise zeigen, wie man Gestecke macht. Und dann sind die Schüler, also sie waren eigentlich nur Schülerinnen, auch in die Gärtnerei gekommen. Und da hat es eigentlich den recht heftig gefunkt. Ja, ja, es hat jetzt seit 30 Jahren, auf die nächsten 30 hoffe ich einmal. Und jetzt aber kennt ihr in die Hell. Seid ihr euch schon zusammen durch die Hell? Gibt es schon Zeiten, die ein bisschen schwerer sind? Ja, ich glaube, das ist in jeder Beziehung. Und ich sage immer, es kommt nicht darauf an, was man durchmacht, sondern wie man es durchmacht. Das ist natürlich das Wichtigste. Es kann immer viele schlechte Sachen im Leben begegnen, aber das Schlechte daran ist, dass wenn man trotz erbricht oder wenn man nicht weiss, was daraus machen. Und bis jetzt habe ich das irgendwie nicht schlecht gemeistert, habe ich das Gefühl. Ich habe euch geschrieben, er hat es verdient, weil sogar in der Hell ist mit ihm schön. Das habe ich geschrieben, das weiß ich.